Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Talk hier bei Sick Enterprises. Und es geht natürlich um das neue Warzone Firefight Update und auch sonst so ein paar Dinge, die damit noch gekommen sind. Aber ein Talk wäre alleine natürlich ziemlich langweilig. Dementsprechend habe ich noch einen Kollegen, den ihr auch bestimmt kennt, dabei. Ja, das bin ich, Ishma. Ja, genau. Ishma ist heute dabei. Ja, am und Start talkt, hier. Talkt über... Ja, das Warzone Firefight-Paket, genau. Und da sind wir alle sehr glücklich drüber, dass das gekommen ist. Und es ist, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, das größte Update, das bisher gekommen ist. Ja, definitiv. Das war nach Reach tatsächlich schwierig, weil Reach hat schon echt eine ganze Menge gebracht. Und dadurch, dass Reach und Warzone Firefight so groß sind, ist es nicht, also für mich keineswegs schlimm, dass Hogwild jetzt so klein ausgegangen ist. Und, es ist nur schade, dass kein Race drin war, das ist ja so für viele. Ja, das wäre schon irgendwie das Mindeste gewesen in diesem Update, aber gut. Darauf einen Biss in die Banane. Okay, schätze ich. Naja, ja, ich würde ja generell einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal mit Warzone Firefight an sich an, also wie uns so der Modus gefällt. Und ich muss sagen, ich habe generell bei diesem Update irgendwie das Gefühl so gehabt und man hat es ja auch so ein bisschen im Feedback, zumindest auf YouTube, was die ganzen YouTuber gesagt haben. Ja, ich habe jetzt noch nicht mit jedem aus der Community gesprochen, aber auf Reddit gibt es ja immer wieder Hate-Posts und bla und shit. Aber allgemein hatte ich irgendwie das Gefühl wieder so, dass sich alles richtig fresh anfühlt und ich hatte richtig viel Bock auf das Game, hatte auch relativ viel Zeit, habe deswegen auch viel gespielt, muss ich sagen, Warzone Firefight und generell, und weil man viele Rackpacks bekommen hat, wenn man Warzone Firefight gespielt und auch gewonnen hat und so. Und dann war das ja, keine Ahnung, motivierend und dann war ich da am Start und bin, keine Ahnung, da sehr viel reingestiegen. Hatte sehr viel Spaß allgemein. Auch weil man ja sagen muss, dass Warzone Firefight nicht irgendwie customizable ist, was sehr schade ist. Wobei wir nicht ganz sicher sein können, dass es vielleicht nicht doch noch irgendwann kommt, aber aktuell auf jeden Fall noch nicht. Und es ja auch ganz anders ist als alle anderen Firefight-Versionen, die wir so kennen, weil es jetzt nicht ist, überlebst so lange du kannst, ja. Dann halt 5 Runden Matchmaking, teilweise auch echt hart, muss man einfach sagen. Und manche meinen ja auch schon hoch unfair, ja. Weil, keine Ahnung, wenn dann Runde 2 dann mal eben so, hey, ich bin Norden und hab Knights dabei. Du bist und hier perfekt. Ist noch einer, hey. Ja. So in der Art, ja. Es ist, man kann Warzone Firefight und Classic Firefight aus ODST und Reach kann man nicht miteinander vergleichen. Und auf irgendeiner Weise ist das schon richtig so, sie fahren da halt voll ihre Warzone-Schiene und es ist halt, was halt noch zusammen mit Warzone Firefight kam, sind jetzt diese eine Woche, wie man Halo 5 gratis spielen kann, so als Marketing-Taktik, das größte Update aller Zeiten, du hast jetzt richtig viel Content, die Leute kommen und du kriegst für jeden Bullshit, den du da absolvierst in diesem Spiel, kriegst du plötzlich Silber- und Gold-Rackpacks. Und wirst damit zugeballert. Oh yeah. Was halt, den Sinn des Erarbeitens etwas dämpft, aber halt den Leuten so ein Reward gibt, so hey, du hast irgendwas gut gemacht. Ja, wir haben 8 Monate gespielt und teilweise kaum was Geiles freigeschaltet, da fand ich das jetzt schon fair, ja. Naja, ist schon wirklich so, ja. Aber so ein Warzone Firefight an sich, in Kombination halt auch zum Beispiel mit der neuen Map, die da war, Attack on Sanctum. Genau, die Sing-Helios Map. Und es war auch so nötig, dass endlich eine Sing-Helios Map kommt, weil Sing-Helios einfach mit Abstand der schönste Bereich in der ganzen Kampagne war. Und jetzt ist die Map da und Warzone Firefight halt auch und ich spreche mal kurz die Map an, die ist an sich ziemlich cool. Man hat dieses Wüstige, was man halt aus der Kampagne so kennt. Und das Krasse ist, da spawnt dann höchstwahrscheinlich das eine Team im normalen Warzone drin. Und wenn du dann durch so einen Tunnel fährst, durch so einen Fels, großen Fels hindurch, der die Map teilt, bist du plötzlich in so einer Wald- und Wiesengegend, wo überall Gras wächst und Blumen und so ein Shit. Und das ist so, das sieht einfach komplett anders aus plötzlich und es ist einfach cool gewesen. Und im Zusammenhang mit Warzone Firefight oder halt mit Warzone im Allgemeinen gibt es da jetzt diese neuen Bosse, die Grunt Goblins. Oh. Und wir hatten das große Glück, dass einmal
wie wir auf Attack on Sanctum gespielt haben, zweimal ein Grand Goblin Boss kam. Und ja, die sind einfach ultimativ witzig einfach. Die sind so ridiculous und keiner hat einfach damit gerechnet, dass sie von all den Bossen, die sie hätten bringen können, ich dachte, dann bringen sie einfach, so wie man Free for Free kennt, einfach noch einen Warden, der ist einfach noch, oh ja, noch größer jetzt, und leuchtet noch keine mehr. Ahnung. Oder so eine Scheiße. Lila oder so. Ja, aber nein, sie haben tatsächlich einfach einen komplett neuen Boss mit komplett eigenen Angriffen gemacht, der schießt teilweise wie bei so einem Halo Wars 2 Blister Bag, schießt er da so Raketen aus seinem Rücken raus und ballert mit seiner übergroßen Nadelwerfer durch die Gegend. Und das Geilste einfach an dem ganzen Goblin ist, dass er dieses Megafon hat, mit dem er einem diese blöden Grunge-Sprüche an den Kopf wirft. Das meiste versteht man sowieso nicht, aber. Dann meint so irgendwie bla 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 und dann am Ende nur whoop whoop. So richtig random einfach, keine Ahnung. Ja, wo man sich so denkt, der ganze Planet der Grunts hat Jahrzehnte daran gearbeitet, diese Maschine zu erstellen. Und dann setzen die da so einen behinderten Kacklappen rein, der einfach nur dumm ist. Ja, und der ist dann halt unterwegs und seine Minions sind halt Grunts, die in Ghosts umherfahren und die Grunts haben auch alle Schilde. Ich habe auch schon Grunts gesehen, die in dem scheiß Wraith rumfahren. Das ist so eine riesige Grunt-Armee, ja. Crazy shit. Und ja, es ist einfach nur cool, diese Bosse sind cool. Und Warzone Firefight an sich, die ersten, was waren das, 3 Matches, die wir da gespielt haben mit Flash, da war ich echt einfach nur mad. Vielleicht bin ich es auch falsch angegangen, vielleicht hatten wir auch die falschen Mates. Ich habe vielleicht die Objectives nicht so ganz verstehen können. Es gibt Objectives einfach, die echt schwierig sind. Das Firefight basiert ja jetzt nur noch darauf, dass du in jeder Runde sozusagen eine kleine Mission hast mit deinen 8 Leuten, die es gilt zu überstehen und zu schaffen, so und so viele Grunts töten, diesen Reaktor verteidigen, die Garage verteidigen, die Armory verteidigen, irgendwelche Bosse abknallen. Und ich war da erstmal ziemlich mad, wie schon angesprochen, zum Beispiel von Raid on Apex 7. Da kommt sehr gerne und sehr oft, kommen einfach 2 Warden Eternals in so einer dummen Scheißposition auf der Map, irgendwo im Wasser am Strand. Und jetzt habe ich gerade keinen Sound mehr. Pardon. So, jetzt habe ich wieder Sound. es ist einfach. Wären das nur diese Wardens, wäre das nicht schlimm. Oder hätten sie so Crawler als Minions, alles okay. Aber die haben stattdessen Knights als Minions. Und zwar so viele, als hätten sie eine Herde Crawler da. Es sind so viele Knights, es geht gar nicht. Was willst du denn da machen? Du kannst dir solche Waffen, keine Fahrzeuge gar nicht kaufen, um das zu schaffen. Ja, vor allem kommen die dann immer in Runde 2 oder 3 und da hast du gegebenenfalls noch du nicht das hohe Rack-Level. Keine Ahnung, das ist halt so einfach so kacke. Ja, es würde höchstens was helfen, wenn 2-3 Leute mit Scorpions ankommen könnten und einem Gauss Warthog oder sowas. Aber das hat man nicht. Das höchste der Gefühle sind Wasps und wir sind teilweise mit 3 Wasps drüber geflogen, aber das sind halt nur Support-Einheiten, die machen keinen Damage. Ja, und die sind halt auch instant down, so. Ja, und das ist einfach nur doof. Das höchste der Gefühle, was ich als Infanterist hatte, war ein Whisplash, also die Railgun mit 2 Schuss. Mhm. Das machte einfach keinen Schaden. Das ist nicht Whisplash? Bringt nichts. Egal. Ja, ich finde es vor allem ziemlich scheiße, weil auf Epic 7 ist es halt tatsächlich so, das ist irgendwie die Map, wo ich gefühlt immer am meisten laufen muss, wenn ich gespawnt bin. Und dann, keine Ahnung, hast du halt 5 Knights von mir aus weggeholt und dann spawnst du wieder neu und du bist aber aus irgendeinem dummen Grund wieder gestorben und musst wieder hinlaufen und das schafft man einfach in den 5 Minuten, die Runde halt geht, nicht. Und das ist halt dann einfach ein bisschen doof. Aber allgemein finde ich Warzone Firefight schon ganz cool. Da kommt zwar ab und zu mal so ein Dings und wir hatten auch schon einen Bug, also das hatte ich sogar, wir haben ein bisschen gestreamt, Arvid und ich, und dann haben wir Warzone Firefight gespielt. Dann waren wir auf Urban, ja, und da kamen dann Banshees. So, und es lief eigentlich ganz gut und so, und dann war nur noch ein Banshee Raider übrig, aber der ist dann irgendwie in einem Haus drin, da in der Skybox verbuggt, war dann da drin und dann konnten wir den nicht töten, verloren, so. Okay, well done, good job, Spiel. So, das war halt so, das sollte vielleicht noch gefixt werden. Was das Spiel halt auch schnell verderben kann, was gestern war, dass ich keinen Zugriff mehr auf das Rack-System hatte und das kotzt ja schon so in Warzone an. Und in Firefight ist es halt noch doppelt so schlimm, weil ab, sagen wir Runde 2 teilweise, kannst du es dann schon vergessen. Wenn es dann darum geht, irgendwelche Knight-Bosse von einer Armory abzuschießen,
wie willst du das machen mit einer Pistol und einem AR? Das ist überhaupt nicht gut. Glücklicherweise konnte Psycho dann noch auf seine Rex zugreifen, da haben wir da halt das ganze Spiel im Warthog verbracht, was eigentlich ziemlich cool war. Ich muss aber sagen, dieser Bug, den gibt es ja eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit, dass man nicht auf seine Rex zugreifen kann, aber ich hatte das Gefühl, dass der fast gar nicht mehr kam, so in den letzten Monaten. Und jetzt, wo plötzlich wieder voll viele Spieler wegen dem Gratis-Wochenende am Start waren, da hatten andere den wieder öfter. Ich hatte den auch selber einmal, dann hatte Cryberton den noch ein paar Mal. Du hattest den jetzt irgendwie, dann kam der plötzlich wieder so hervorgekrochen. Mm-hmm. Dieser komische Bug, ich weiß auch nicht warum. Naja, gut, und sonst sind die Matches halt oftmals echt ziemlich episch. Ich hatte, wo ich noch allein gespielt hatte, ein sehr episches Match auf Escape from Ark. Es war einfach eine riesen Materialschlacht, Musik lief wie Hulle, dann hatte ich mir so ein Temple Banshee geholt und in der letzten Runde, da kam halt Schlag auf Schlag alles, da kam so ein Warden Eternal mit zwei Boss Knights, die auch noch mythisch waren und musstest halt alle drei auf einmal töten und und jeder hatte Panzer und fliegende Sachen und irgendwelche Rockets und es war einfach nur cool, es ist echt nice. Kurzer Einwurf, auf Attack on Sanctum kann im normalen Warzone auch ganz selten, und ich habe das zum Glück schon einmal erlebt, das fand ich richtig nice, das war für mich wirklich so, Alter, das ist jetzt drin, geil, kommt halt manchmal Jewel Dharma oben in diesem Tempelraum und das war halt einfach so, what the fuck is going on? Jewel Dharma ist einmal am Start mit so unsichtbaren Eliten und so. Das ist so semi-stark, aber ich fand es trotzdem ganz cool, dass jetzt drin ist. Und, wenigstens die Ehre ist ihm zuteil geworden, doch noch Teil des Spiels zu werden, bis auf diese eine Cutscene, wo er den Arsch einfach nur auf Code Ice bekommt. Ja, dann. Ja, das ist so, Jewel Dharma ist eine sehr traurige Figur des Halo-Universums, wo ich mir auch gewünscht habe, dass er viel, viel mehr, weil er war eigentlich kein schlechter Antagonist, er war ein bisschen plump so. Ja. Aber. Er war so typisch so. Halt so ein typischer böser Elite. Das war eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, wenn du den vergleichst mit dem Gebieter aus Halo Wars 1, sind die eigentlich genau dasselbe. Die sind beide durchgehend mies drauf und schicken ihre scheiß Minions die ganze Zeit im Tod. Ich würde sagen, dass der Gebieter im Vergleich zu Jewel Dharma ziemlich badass war und auch selber mal halt gegen Forge und shit ewig gekämpft hat und shit. Und das hat Jewel Dharma gegen Lok ja auch versucht. Hat immer verkackt, wenn es denn so. Keine Ahnung, das war halt immer ein bisschen traurig. Ja, aber wir schweifen ab, ja. Ja, sonst neue Rex, also den Wasp hast du ja vorhin schon angesprochen. Ich finde, der Wasp ist ja eigentlich relativ nice so, irgendwie vom Fliegen her und shit, aber er ist halt echt schwach, die Raketen machen. Das finde ich einfach das Lächerlichste am ganzen Moss. Ich finde es okay, dass er nicht so viel Leben hat und so. Und wenn du es richtig machst, kannst du damit schon noch ein bisschen was reißen. Und er ist halt auch nur Rack Level 3, deswegen ist es ganz geil. Du kannst ihn halt total früh accessen, wenn man die Certification bereits hat. Aber die Raketen, die müssen ein bisschen geupdatet werden. Die machen einfach null Damage. Da macht ja eine Hydra mehr Damage so ungefähr. Keine Ahnung, es ist... Also... Ja, es ist erstens schwierig zu treffen und wenn du triffst, dann bringt es halt nicht so viel. Und ich kann das schon verstehen mit der Support-Klasse, damit es halt sich halt so abhebt von den anderen Flugeinheiten, die einfach alle nur wrecken wie sonst was. Und es ist schwierig. Ich glaube, im normalen Warzone bringt das überhaupt nichts, dieser Wasp. Ich meine, obwohl, gut, du hast ihn schon mit Rack Level 3, aber da gibt es dann genug Leute, die haben dann irgendeine hässliche Plasma-Pistol und dann, war das dann auch schon alles, so ungefähr. Naja, aber so, der Wasp vom Design, hätte ich mir tatsächlich irgendwas Schickeres vorgestellt. Der sieht irgendwie, die Texture ist ja doch irgendwie komisch. So, echt? Ich finde, das sieht total witzig aus, wenn der Spartan da drin sitzt, so richtig, keine Ahnung. Weil der so voll eng da drin sitzt und dann so steuert. So irgendwie ist richtig. Ja, ich weiß nicht, ich konnte den Falcon zum Beispiel irgendwie mehr ernst nehmen. Ich hatte das Problem tatsächlich auch immer mit den Hornet gehabt, dass ich den Hornet auch nie so ernst nehmen konnte wie den Falcon, weil der Hornet halt auch aussah für mich und beim Wasp auch so ein bisschen wie so ein Spielzeug. So total klein und weiß ich nicht. Und der Falcon, der war richtig groß und hatte diese riesen Propeller und so. Und weiß ich nicht. Den haben sich natürlich auch alle gewünscht, weil der Falcon einfach immer dieses geile Koop-Feel hatte. Und shit. Ach, da gab es so tolle Matches. Da hätte man auch so geile Rack-Varianten von machen können. So, dann gibt es den normalen Falcon mit MG-Geschütz, dann gibt es den man in der Kampagne hatte, mit so einem Nate-Launcher-Ding.
Wobei den da ein bisschen getweakt werden müsste, weil der sonst ziemlich OP wäre, aber so ungefähr sowas halt, ne? Das wäre halt ziemlich cool gewesen. Ja, das ist wirklich, ja, da waren so tolle Matches auf. Abridged hieß die Map, glaube ich. Da hatte ich so einen richtigen Low-Warrant Officer in meinem Falcon drin und dachte so, scheiße, das wird doch nichts. Und dann saßen wir da so lange drin, ich hatte irgendwie schon fünfmal Herr der Straße bekommen und er hatte, ich glaube, er war ein Orden vor Unfreaking Believable, ich weiß gar nicht, wie sich der schimpft, dieser Rote da. Ich habe mir so gedacht, dieser scheiß Warrant Officer hat den krassesten Orden aller Zeiten gekriegt, nur weil wir das gesamte Match da durch die Gegend geflogen sind. Es war einfach nur cool. Naja, aber gut. Ja, wo kann man ja auch noch. Es war, wenn man es einmal erlebt hat, dass man mit dem Rocket beschossen wurde und die Rocket halt durch den Passagierraum geflogen ist, dann, wenn man nicht getroffen wurde, dann war das einfach, das war das Epischste überhaupt. Dass die Hitbox so geil gemacht haben, das ist einfach genial. Ja. Aber egal. Andere neue Racks in Dings Warzone jetzt sind noch die ganzen Tempel-Varianten von den Covenant-Fahrzeugen, die vor allem halt ein bisschen auch relativ stark sind, so ungefähr ultramäßig und vor allem aber auch während man boostet schießen können, das ist so der krasse. Und die sind halt sehr wendig, muss man, also am Handling, man merkt das vielleicht nicht sofort, aber ja, man kriegt irgendwann schon mit, dass man viel besser durch die Map kommt, viel schneller durch die Kurven kommt irgendwie und die einen relativ guten Grundspeed haben. Die haben halt im Gegensatz zu den Ultrafahrzeugen halt keine Explosive Plasma Geschosse, was die im Angriff nicht so stark macht, aber zum Beispiel der Temple Banshee kann dafür schneller und bessere Flakgeschütze schießen. Und ja, das ist halt alles ganz cool. Den Wraith habe ich jetzt nicht benutzt. Den habe ich auch nicht als Certification gesehen. Ja, aber der Temple Ghost, den ich als Certification habe, der ist auch einfach nur gut. Der Banshee ist auch cool. Auf jeden Fall. Und ja, genau. Sonst, ja, ich meine, gibt halt ein paar neue Racks, aber die sind jetzt nicht unbedingt der krasse Scheiß, so, abgesehen vom Wasp und den Tempel-Varianten. Also es gibt noch neue Brute Plasma-Gewehre, von denen habe ich sogar eine Certification schon. Ja, ich auch. Ja, und dann halt noch so eine Armor Upgrade-Dings, dass man mehr Munition hat in Warzone. Ein Firefight hundertprozentig praktisch, glaube ich, aber habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, obwohl ich so ein. Oh, und natürlich, doch, das ist natürlich noch krass, das dürfen wir nicht vergessen, das Halo 2 Beam Rifle, da habe ich auch schon die Certification. Wobei man sagen muss, ist es halt jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wow, im Vergleich zum anderen Beam Rifle, was es halt gibt, das ist jetzt so anders und so. Ich habe mir immer gewünscht, dass das Halo 2 Beam Rifle jetzt wieder da ist. So, keine Ahnung, da gäbe es jetzt andere Waffen, so den Nate Launcher aus Reach zum Beispiel oder was auch immer, so die halt. Also ich bin froh, dass das Design halt wieder zurück ist, aber ja, dann hätten sie halt einfach von Anfang an dieses hässliche Halo 4 Beam Rifle da rausnehmen sollen und ein gescheites Beam Rifle da rein tun, weil ich bin mit diesem Design noch nie warm geworden, das sieht einfach nur doof aus, meiner so Meinung fett. Nach. Und ja, dasselbe gilt für den Sniper, der im Gegensatz zu Halo 4 jetzt ein bisschen schlanker geworden ist und nicht den kompletten Bildschirm einnimmt. Ganz cool, ja. Aber den von Reach, den übertrifft sowieso ja, keiner. Das ist, und den Halo 2 Anniversary sah halt auch ziemlich cool aus. Ja. Ja, naja, gut, zu viel dazu. Ja, sonst, genau, neue Maps gibt's halt, aber da können wir noch nicht so viel zu sagen, weil wir noch nicht gespielt Reden haben. Reden wir doch noch kurz von den kreativen Ergüssen über Spartan Armor mal wieder. Zum Beispiel Cyclops. Wirklich ein wunderschönes Stück Scheiße, entflüchtet aus den Aftern von Free for Free Industries. Der ist einfach nur richtig hässlich. Ich glaube, der hässlichste, der bisher in einem DLC gekommen ist. Ja, und der Cinder sehe ich hier gerade. Cinder. Ja, sieht halt aus wie so ein Halo 5 Helm. So. Nichts Besonderes. Nicht, also, keine Ahnung. Ganz schick, denke ich. So für die neuen Leute. Ja. Ja, nicht so meins auf jeden Fall. Aber gut, ja, also da kam jetzt auch nicht so viel an neuen Rüstungen, neuen Zeug, sondern halt eher anderes. Aber vor allem halt die neue Map Prospect für Warzone Assault, die aber leider von uns noch keiner gespielt hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist nicht so viel zu sagen. Ja, sonst halt Molten. Molten ist eine neue Map, die habe ich jetzt so im Slayer nicht gespielt. Aber, ach Gott, was ist das? Achso, das ist bei dir, ne? Ja.
Molten. Und zwar Molten ist ein Remix von The Rick, würde ich sagen, sieht zumindest so aus. Und hat den coolen stilistischen Vorteil, dass es halt überall Lava durchfließt, dass Lava teilweise sogar als Cover verfügbar ist, also Lavasäulen, die irgendwo runterfließen, durch die man theoretisch durchschießen kann oder durchgehen kann. Aber ja, an sich sollte man das nicht versuchen. Man kann da auch irgendwie durchspringen, ohne dass man Schaden bekommt. Das hat Silas gestern irgendwie probiert. Soll auch angeblich irgendwie funktionieren. Ja, durch die Lavaflüsse. Also wenn du halt ganz kurz nur drin bist, den perfekten Moment abspringst, kriegst du aktuell zumindest noch keinen Schaden. Vielleicht fixen oder ändern sie das noch, aber aktuell ist es noch so, ja. Ja. Und ja, an sich sieht die Map halt erstmal vom Grundaussehen ganz gut aus. Sie ist asymmetrisch, soweit ich weiß. Ja. Und mir kommt es halt vor, dadurch, dass ich sie nicht gespielt habe, aber sie ist ziemlich klein. Ja. Ziemlich, ich habe sie ja schon mal gespielt in Slayer. Und ja, man muss sich auf der Map keine Sorgen machen, wenn man 4 gegen 4 spielt, dass man irgendwie Gegner suchen muss. Geht eigentlich immer ziemlich viel ab. Es ist jetzt aber keine Map, wo ich sage, also ich finde es definitiv, ich bin ja kein Fan von The Rick, ich finde es definitiv besser als The Rick, wenn man es damit jetzt vergleicht, aber ich finde, und es hat so ein paar nice Tweaks, da wo der Sniper ist zum Beispiel, da gibt es dann noch so einen Drop relativ daneben, das heißt, wenn jetzt jemand von der Treppe dich angreift, wo der Sniper ist, kannst du da runter droppen und dann den wieder von hinten so flanken, das ist dann ganz nice, da kannst du so ausspielen und shit und bla, das haben sie sich schon ganz cool überlegt. Und auch sonst so ist es ganz nett. Und die Skybox, muss ich sagen, die haben sie jetzt irgendwie bei Stasis und bei Dings irgendwie noch ganz nice gemacht, dass da halt immer sowas passiert, wenn du da mal ein bisschen beobachtest, keine Ahnung, da ist jetzt so ein Vulkan in der Skybox und da brechen dann auch so Steine wieder ab und Explosionen und shit und bla, wenn du da mal so ein bisschen zuguckst, das sieht auch ganz cool aus. Und auch sonst so, ja, ist ganz, ganz nett, die Map auf jeden Fall. Ja, das ist wahr. Ja, so die Map an sich ist ja ganz cool. So vom Design auf jeden Fall ist sie ziemlich cool, denn das Concept Art davon hat man ja schon vor Release gesehen. Hat mich jetzt gewundert, dass es erst jetzt halt dann da ist. Genau. Wurde schon vor Ewigkeiten gemunkelt. Vor 2-3 Updates, dass die eigentlich schon kommt, aber ja, jetzt haben wir sie halt dann. Ja, genau. Dann vielleicht kurz einschieben, bevor wir dann zu Forge noch kommen, was ja relativ cool und groß ist und so, diesmal noch kurz. Es gibt jetzt endlich nach 8 Monaten dann auch Score Attack in der Kampagne. Oh wow. Ja, ist cool, dass es jetzt da ist. Kann man jetzt halt nochmal irgendwie Punkte, gibt auch ein paar neue Achievements, auch für Wars und Firefight gibt es ein paar neue Achievements. Und ja, ist halt ja, nett. Nett. Ja, genau wie die Kampagne, die ist halt nett. Ja, aber das will ich jetzt nicht wieder anschneiden. Nee. Ja, Score Attack. Möglicherweise kann man das ja mal benutzen, um irgendeine Challenge zu machen. Aber ich muss dann, glaube ich, sagen, dass sich die Master Chief Collection da immer noch besser anbietet, da die Kampagnen halt einfach besser sind. Ja. Ja. Nun gut. Forge. Genau. Forge, ja. Es gibt eine neue, komplett neues Canvas. Das schimpft sich Tidal. Und Tidal. Wassercanvas. Es erinnert erstmal. Ja, der beste Vergleich ist Awash aus Halo 2 Anniversary. Du hast einfach eine Skybox und unten ist Wasser und das war's. Nur, dass du diesmal nicht auf dem Wasser gehen kannst, sondern durchfällst. Also, wie halt Wasser normalerweise bei Halo ist und nicht wie bei Wash. Das war nämlich immer ganz komisch. Wenn du dann nämlich wolltest, dass jemand im Wasser stirbt, musst du so eine dämliche Todeszone hinbauen. Mhm. Und anstatt, dass du einfach selber entscheidest, wann du durchs Wasser gehen kannst, indem du einfach etwas unter dem Wasser platzierst. Ja, wobei man ja nicht so tief reingehen kann hier, ohne dass man automatisch stirbt. Das ist noch ein bisschen doof. Habe ich mir sagen lassen von Forgern. Aber ja, gut, genau. Habe ich mir sagen lassen von Forgern. Ja, ich bin ja selbst nicht so unterwegs in dieser Community Forger-Typ, eingetaucht und Interviews gemacht. Nice, okay.
Ja, und was ich halt davon gesehen habe, ist, ich bin da kurz rumgeflogen, habe mir die Skyboxen angesehen, die es Ah, gibt. Da gibt es die diese, sehen so geil obwohl die aus. sehen einfach alle geil aus. Die eine, Ah. dieses Gewitter-Canvas, das hat zum Beispiel halt auch Hintergrundgeräusche, was halt super nice ist, wenn du das dann verbindest mit diesem Regeneffekt, den es ja seit ein paar Updates gibt, ist das einfach nur cool. Und dann standardmäßig gibt es den Sonnenuntergang, der einfach auch nur. Meteoritenschauer. Der kommt zuletzt, dass Ah. der einfach auch super nice einfach Episch. ist. Und halt das typische taghell, tropisches, ist warm und so, da gibt es jetzt nicht so Ja, Summer Besonderes. Und Feeling. der Meteoritenschauer halt, wo die Map bei Nacht ist, was einfach nur cool ist, wenn das bei Nacht ist. Und ja, oben fliegen halt Meteoriten und so. Und richtig cool und Sterne wie sonst was und alles Oh, und schicki. wusstest du, das wusste ich persönlich gar nicht, es gibt ja natürlich jetzt auch neue Items, aber es gibt jetzt, man kann jetzt als Soundeffekt einen Elitenchor platzieren. Dann Ein singen da so Eliten rum. Elitenchor. Richtig cool, oder? Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ja, musst du dir mal So. anhören. Hört sich auf jeden Fall ganz nice an, ja. Aha. Ja, da warte ich bis Ein Halo Elitenchor. 5 Forge dann auf Windows 10 rauskommt, glaube ich, weil jeder Versuch, den ich verschwende, auf der Ja Xbox gut, du musst ja nur kurz Forge reingehen zu und Elitenchor spielen, einmal auswählen. ja, bis ich da in diesem Menü bin, ist meine Geduld schon am Ende. Ja, aber sonst auch andere Beach-Items und bla, Submarine gibt's. Es gibt jetzt Golf, den Golfclub und Golfbälle und keine Ahnung, Sonnenschirme und große Schweine, große Wale mit Brillen und so ein Fashion-Scheiß, Palmen, bla, Blumen, ganz viele und so neue Büsche und sowas. Aber was ich ziemlich cool finde, vor allem für wieder sehr viele Fun-Game-Types, ist, dass du jetzt so Magnetbahnen oder ich weiß gar nicht, wie die offiziell nochmal heißen, Naja, ha die, hast, ja. wo du quasi, wenn das Button oder mit Fahrzeugen geht das auch, so da drauf geht, dann wird er quasi einfach da so lang gezogen, so eine Railbahn, so eine unsichtbare quasi. Das ist ziemlich nice, ziemlich nice. Ja, da kann Muss man zum Beispiel, glaube ich, ganz gut so individuelle Graflifts bauen, wenn dir die Lifts, die du jetzt zum Beispiel hinsetzt, nicht eine super ridiculous Bahn durchlaufen, die du dir so vorstellst. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Halo 3 auf Construct, ist ja dieser goldene Lift. Und kein Lift in Forge bisher kann diese Bahn nachvollziehen, die auf Construct ist, dass sie einen so enorm weiten Weg nach oben geht, ohne dass du langsamer wirst und dich dann perfekt so, dann wirst du ja so richtig komisch rausgeschmissen aus diesem Loch oben, flupp und landest immer an der gleichen Stelle. Und das kannst du, glaube ich, mit diesen Teilen ziemlich gut rekonstruieren. Und ja, was sie da halt auch gezeigt haben, was auch ziemlich cool war, dass du da einfach so eine Seilbahn bauen kannst, wo So Wallrunning der, haben sie da schon so ja genau, quasi. wie als würde sich der Spaten halt oben festhalten, tut er aber nicht, sondern nur sein Helm ist irgendwie attached Währenddessen zur schießt und Decke so. und dann kannst du halt da rumballern und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, und was wohl das Wichtigste an den Items sind, die man jetzt platzieren kann, sind wohl Rack-Varianten, was einfach. Ja, ich frage mich, warum das erst jetzt da ist. Es war nämlich überhaupt kein Problem, das da reinzutun eigentlich. Und das hat zu einem Glitch geführt. Beziehungsweise, du meinst ja schon, vielleicht haben sie es auch mit Absicht reingepackt. Ist im Endeffekt ja auch egal. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und es wurde auch schon getwittert, dass sie es drin lassen. Und das finde ich sehr geil, weil du kannst jetzt quasi Waffen, andere Munition, sage ich jetzt mal, oder anderes Schussverhalten zuordnen und so. Und dann hast du zum Beispiel eine Scattershot, wo dann halt aber keine Scattershot-Schüsse, sondern Sniper-Schüsse rauskommen, was halt einfach super fancy ist und shit oder sowas, ja. Oder ein Brutgewehr, wo Raketen rauskommen oder irgendwie so ein kranker Scheiß halt. Super lustig. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, was es wohl war. So, haben wir irgendwas vergessen? Ja, keine Ahnung, ich freue mich halt allgemein drauf. Bin mal gespannt, was sie jetzt mit diesem Glitch, sondern wirklich Fun-Modis machen. Ich glaube, da wird es wirklich einiges geben. Ansonsten, so grob haben wir, glaube ich, alles jetzt natürlich gehabt. Aber allgemein, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit diesem Update.
bin mal gespannt, wie lange das jetzt auch anhält, der Bock auf Warzone Firefight und generell so, oder ob das jetzt in 2 Wochen schon wieder weg ist. Also bisher macht es ja schon sehr Spaß. Und ja, sie hielten sich jetzt bedeckt, was weitere Updates angeht. Da kam jetzt natürlich auch kein Teaser zum nächsten Update. Ich glaube, im nächsten Monat wird auch erstmal nichts kommen. Das Einzige, was ich noch gehört habe, was halt auf der RTX, der Rooster Teeth Expo noch war, wo gab es halt ein Q&A. Da hat einer mal eine Frage an Tom French, den Leiter für UGC, da was gefragt, also User Generated Content, also an sich Forge, und hat ihn gefragt, halt, was noch passiert jetzt so. Nee, er hat halt eine spezifische Frage gestellt, kommt das und das noch in Halo 5? Da hat er halt gesagt, ja, was genau kommt, kann ich dir nicht erzählen, aber ich sage dir, ihr werdet glücklich sein. Gut, das kann jetzt alles sein. Die können ja auch sagen, wir sind glücklich über, keine Ahnung, ein Brutgewehr. Ja. Worüber ich jetzt nicht unbedingt glücklich wäre, aber halt, er sagt irgendwas, worüber wir glücklich sind. Da kommt wahrscheinlich hier noch mal etwas relativ Großes zu Halo 5. Aber das hat ja auch Frankie, glaube ich, auf Nirgef gesagt oder irgendwo. Ja, Ray ist hoffentlich noch ein paar. Ja, das, es gibt noch Content, es gibt noch Content-Updates, aber was das sein wird, und wann das sein wird, im Sommer wahrscheinlich, schätze ich. Ja, ja, zwei Sachen muss ich noch sagen. Einmal, also wir haben ja auf der RTX natürlich auch, und was ziemlich cool ist, natürlich was zu Forge auf PC und so und Hotkeys und so, aber das meine ich gar nicht, sondern Firebrowser in-game zu Halo 5, Screenshots, ziemlich geil, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, sieht ziemlich nice aus, macht alles nochmal viel einfacher, viel besser, viel übersichtlicher. Und, also bisher waren ja alle Updates for free und so, und viele meinen ja auch so, ja, Warzone Firefight, so müssen kostenlose DLCs sein, so ganz allgemein auf die ganze Gaming-Industrie bezogen, bla bla. Ich hoffe echt, dass sie es jetzt mit weiteren Updates nicht in den Sand setzen und sagen so, hey, dafür müsst ihr jetzt wieder zahlen oder sowas. Weil das würde einfach alles wieder zunichte machen und dann hättest du wieder eine Community, die geteilt wäre, weil die einen haben für Map-Pack XY bezahlt und können es spielen und die anderen nicht und dann... Ja, jetzt hat Free for Free natürlich einen Ruf weg, als die guten Samariter die DLCs monatlich rausbringen und das noch gratis, und das müssen die jetzt in den nächsten Spielen beibehalten. Das höchste der Gefühle, wofür ich dann noch Geld bezahlen werde, sind Standalone-Add-ons höchstens. Also ein Kampagnen-Add-on. Ja, oder sowas. Ja, sowas. Ja, irgendwas in der Art. Oder ja. Da aber schon, aber mit Maps können sie mich jetzt nicht mehr ködern. Das geht nicht. Das funktioniert. Nee. Das werden sie nicht machen können. Das werden sie nie wieder machen können. Ja, deswegen hoffe ich jetzt echt. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, dass sie so doof sind und das jetzt in den Sand setzen. Ja, wenn sie es machen würden, dann wird ja der größte Shitstorm aller Zeiten da losgehen. Ja, und sie sind ja neben nur ganz wenigen Ausnahmen jetzt tatsächlich, aber auch vor allem in dem Shooter-Genre, glaube ich, die einzigen, die Content gratis verfügbar machen. Und ja, vor allem halt so Premium-Content halt wie... Ja, jetzt, ne? So. Ja, klar, kriegst du jetzt keine Map-Packs mehr mit 5 Maps drin, dafür kriegst du aber alle 2 Monate, sagen wir mal so, eine Map, oder jetzt zum Beispiel in Warzone Firefight kriegst du einfach mal, Moment, wir werden jetzt 3 Maps. 1, 2, 3 und ein neues Canvas. Also an sich 4 Maps. Ja, puh. Tja, und allgemein, ich meine, man muss ja überlegen, wie viel Content so ein Spiel wie Halo hat. Ich meine, Battlefield zum Beispiel hat Maps, hat den Multiplayer und eine shitty, absolute shitty Kampagne, wo die Halo 5 Kampagne trotzdem noch 1000 Mal besser ist, obwohl sie halt für Halo-Verhältnisse... Das Paradebeispiel für sowas ist ja Star Wars Battlefront. Das mit, ich glaube, 2 oder 3 Maps geshippt wird, keine Kampagne hat und die DLCs so kostenpflichtig macht. Ja. Ich glaube, die EA hat dann, glaube ich, nur, um sich zu entschuldigen, glaube ich, ein DLC irgendwie gratis gemacht. Für diejenigen, die das Spiel schon vorher gespielt haben, irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, das ist einfach nur Abzocke und über den Tisch geziehe. Und das, was du für 60 Euro im Laufe der Zeit für Halo 5 kriegst, ist in Ordnung. Ich meine, gut, der Content zu Release war mager. Ich meine, allein Kampagne, Forge, Custom Games und alles. Ja, also zum Release war es mager. Da war ja nicht mal Forge drin, das war alles ziemlich schade. Die hatten Glück, dass das Gameplay echt gut war und dass er Spaß gemacht hat. So lange konnte man, glaube ich, die Leute dann noch am Ball halten. Forge war dann ja schon das zweite Update und war auch
groß. Weil Forge ist ein großer Abschnitt und Forge war ja komplett anders. By the way, das haben wir noch nicht gesagt. Man kann jetzt in Forge fast doppelt so viele Items platzieren, was glaube ich auch noch ziemlich genial ist. Ja, das ist auch gut. Da werden wir wohl noch größere Sachen erleben. Oder halt detailreicher. So generell, so wie sie es in Halo 5 mit der Performance gemacht haben, weil auch wenn in Warzone Firefight 1000 Gegner kommen oder wenn man mit dem Glitch da zigtausend Explosionen und Partikeleffekte und Shit hat, trotzdem droppen die Frames eigentlich nicht und so. Ne? Das ist halt schon ziemlich nice. Ja. Nun gut, wir sind jetzt schon lange am Reden. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Weiß ich nicht. Verdammt! Ja, genau, ach so. Ja, und man kann sich ja auch tausendmal darüber beschweren, jetzt in Halo 5, dass viele Sachen zu Release nicht drin waren. Ja, und das ist natürlich auch nicht optimal und in Halo 6 sollten sie das nicht so machen, dass halt Sachen wie Infection nicht zu Release drin sind. Ja, die Sachen, die, ja, aber die einfach reingehören. In so vielen anderen Spielen wird sich nach Release einfach dann nicht mehr drum gekümmert. So, weißt du? Und in Halo hast du es wenigstens noch so, dass die so viel noch machen, einfach. Ich meine, tja, das ist halt einfach wirklich was das Spiel jetzt auszeichnet. Und auch schon in Vergangenheit ausgezeichnet hat. In Halo 5 ist jetzt natürlich noch ein bisschen auf die Spitze getrieben worden. Mit den monatlichen kostenlosen Updates und bla. Ja, und hat das Spiel auch bisher immer frisch gehalten, sodass du jeden Monat gesagt hast, oh wow, jetzt kommt ein neues Update, da können wir neuen Content spielen und bla. Und bist immer wieder zurück zu Halo 5 gegangen und hast jetzt nicht gesagt, ach, ist jetzt irgendwie mal das Gleiche, jetzt habe ich keinen Bock mehr so. Ne? Ist halt ja, ist wohl wahr. Anderweitig hätten sich die Leute dann wohl viel mehr wieder auf die MCC konzentriert. Dem ist aber nicht so, die MCC, ja, die geht jetzt nämlich ein, weil da nichts mehr passiert. Aber ja gut, Halo 5 bleibt dafür zumindest frisch und ich meine, das war ja auch ihr Ziel, das ist ihr Hauptspiel. Ich glaube, ihr eigentlicher Plan war ja auch, dass die MCC von Anfang an funktioniert und da es nicht nötig ist, noch was zu machen. Alles Microsoft, wie wir durch diverse Sachen erfahren haben. Oder, die ich mir aber auch schon gedacht habe. Es sind immer die Publisher, die da dummer Scheiß, die immer die Fäden in der Hand haben, weil ich konnte mir schon bei allem, ich kann mir keinen Developer vorstellen, der es zulässt, dass sie halt einfach ein schlechtes Spiel rausbringen. Dann nehmen sie sich einfach mehr Zeit. Ja. Die Leute werden ja nicht Spieleentwickler, um, keine Ahnung, um Scheiße zu produzieren, um Star Wars Battlefront zu machen mit 3 Maps. Ich meine, ich würde sofort kündigen, wenn ich hören würde, was die Publisher davor haben. Da hat und sowas arbeite ich doch nicht. Das ist Zeitverschwendung. Keine Ahnung, du wirst ja jetzt auch nicht Game Developer, um zu sagen, so, yo, ich will reich werden oder irgendwie mit wenig. Das heißt, so, die Leute haben fast alle total viel Leidenschaft, vor allem bei 343, wo ja auch sehr viele alte Bungie-Leute noch arbeiten und Leute, die einfach Bock auf Halo haben. Das hat halt alles viel mit Kunst auch zu tun. Ich meine, das ist ja auch Kunst. Es werden Sachen designt, Welten erschaffen, Charaktere geformt. Es ist mehr oder weniger. Ja, in alten Halos halt. Oder halt epische Geschichten sind es. Die Charaktere waren ja immer etwas bedeckter in Halo. Aber die Geschichten waren halt. Ja, außer in Halo 4, da war es halt sehr charakterbezogen. Aber die Geschichten waren immer zu episch und das ist halt eine Kunstform. Ja, naja. Also, abschließend, hatet nicht 343, hatet lieber ein bisschen mehr Microsoft. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir fast bei 40 Minuten. Ich denke, das reicht zum Update. Genug, das waren so unsere Eindrücke. Wir hoffen, es hat gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr denkt über das Update. Und lasst es uns wissen. Das war es von unserer Seite, würde ich sagen. Bis dann. Jo, auf Wiedersehen. Hörspiel, Bilder und ein eigener Blog. Der Master Chief wird böse. Diese Vorstellung faszinierte oder zumindest interessierte viele Halo-Fans weltweit. I'm Benjamin Giroux, and this is Hunt the Truth. Hashtag Hunt the Truth war das Motto dieses riesigen Scams! Goddammit, 343!